Li Tiyue und ihre Familie sind lange VW gefahren. In China war Volkswagen erster ausländischer Autohersteller und Traditionsmarke. Aber die Wünsche vieler chinesischer Kundinnen und Kunden haben sich geändert. Die meisten VW-Modelle sind einfach nur ein Fortbewegungsmittel. Die Funktionen haben sich nicht weiterentwickelt. Es ist immer noch ein Auto wie früher. Zu wenig für Tiyue. Bei ihrem chinesischen Wagen kann sie Türen öffnen per Handy. Es gibt mehr Vernetzung, Entertainment. Was nach Spielerei aussieht, gilt hier oft als Statussymbol. Der Wagen kann mit Scheinwerfern Projektionen an die Wand werfen und, sagt sie, sogar Heiratsanträge. Marry me. Auch wenn das ein Extrembeispiel ist, VW kommt hier bei der Autoshow in Tianjin doch eher bieder daher. Die Konkurrenz bietet außerdem mehr für weniger Geld. In den vergangenen 5 Jahren ist die Zahl der verkauften VWs in China insgesamt um etwa ein Viertel zurückgegangen, auch weil in China E-Autos gefragt sind und da hat VW wenig anzubieten. Marktführer ist mittlerweile der chinesische Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen BYD. In China werden inzwischen mehr E-Autos und Hybride verkauft als Verbrenner. Es gibt staatliche Förderung beim Kauf von E-Autos und Fahrbeschränkung für Benziner. Mit Strom zu fahren ist außerdem weitaus günstiger. Weil in China mit staatlicher Hilfe viele neue E-Auto-Produzenten entstanden sind, sehen sich VW-Händler viel Konkurrenz und hartem Preiskampf ausgesetzt. Manche VW-Modelle, die hier hergestellt werden, sind inzwischen halb so teuer wie in Deutschland. Man kann mit Autos im Moment nicht viel Geld verdienen. Die Autohäuser machen kaum Profit. Es ist gerade genug für ihre Existenz. Aber was will man machen? Der Wettbewerb ist hart. Deshalb investiert VW Milliarden in neue E-Auto-Fabriken, um günstiger zu produzieren und hat neue chinesische Partner mit E-Auto-Know-how ins Boot geholt. Die Software. Die Software und das ganze System muss an den chinesischen Markt angepasst werden. Und das wird erstmal viel kosten. Aber das ist der Schlüssel für Volkswagen, um in den kommenden 5 Jahren aufholen zu können. Volkswagen will so sein China-Geschäft retten und Kunden und Kundinnen wie Li Tiyue zurückgewinnen.